Grüß euch, liebe Leute. Wir sind da heute zusammengekommen, weil wir gesagt haben, wir stellen uns auch der sogenannten Cold Water Challenge. Es ist in heurigen Jahren nicht einfach. Und darum werdet ihr auch gesehen haben, wir sind gerade von unserem heiligsten Haus ausgekommen. Wir haben in die Kirche gehen müssen und fragen, wie wir das angehen sollen. Wo nimmst du den heurigen Sommer ein Wasser her? Es ist ja noch alles gefroren. Es war ja noch nie warm. Und da hat er uns den Tipp gegeben. Leidl, geht's um mich. Frag's in Nepomuk. Vielleicht leichter uns eine. Weil es war ja da gelacht. Wenn so ein Blödsinn, weil der Petrus ein bisschen versagt hat, da ein Jausen hergehen müssten. Naja, drum sind wir jetzt umgegangen zum Nepomuk. Haben unser Anliegen vorgebracht. Und zwar möchte ich mich dann gleich einmal bei unseren Freunden von den Eigengaselschnalzer bedanken, dass sie uns nominiert haben. Natürlich, wenn wir es nicht zusammenbringen, müssen wir einen Jausen geben. Ja, der Nepomuk, zuerst war er nicht ganz so begeistert von unserer Idee, dass wir ihm Wasser stellen. Aber oft bin ich hergegangen und habe ihm das Video von den Eigengaselschnalzer gezeigt. Und die haben wirklich gemeint, wir müssen einen Jausen zahlen, wenn wir das nicht zusammenbringen. Er hat das Video angeschaut und hat gemeint, nein, Burschen, wisst was, nehmt Wasser, was ihr braucht, weil von denen habt ihr eigentlich die Jausen viel mehr, da ist gescheiter Eis esst es, als wir es zahlt es in eigenen. Also auf das hin, Burschen, gehen wir es an, schöpfen wir Wasser und schnallt wir es. Das nicht einer meint, wir waren schuftig. Nepomuk, ich habe was für dich. So, Wanda, gehen wir's an. Auf geht's. Das hat jetzt gut getan. Liebe Leute, das war jetzt der Marsch der Steirer. Wir haben uns bemüht, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Auch. Ja, nichtsdestotrotz sollen noch ein paar ein bisschen Freude haben
und in den Genuss kommen, dass sie sich mal die Füße waschen. Als erstes werden wir die Alpler Schuhplattler nominieren. Dann rutschen wir ein wenig südlicher runter. Und ich darf sagen, ich sage jetzt so viel gern die Werkskapelle von der Föstalpine Tupolas der Stadt Kindberg. Und, lieber Luis, auch du darfst ins Wasser hupfen. Ich glaube, ich schade nicht, wenn du deine Füße einmal ankühlen darfst. Also, schnapp deine Mandel für die Arzt der Gaselschnalzer. Und ich sage jetzt so gern für euch ein Video im Wasser. Und wenn ihr es nicht innerhalb von den 48 Stunden schafft, dann natürlich, dann freuen wir uns auf ein Jausen. Und glaubt mir, uns schaut es viel weicher als wer ist. Also könnt ihr ruhig ein Jausen hergeben. Prost, Mahlzeit!